abonniert unseren Kanal. Wie ihr gerade gesehen habt, ich sah anders aus als jetzt, aber ich habe mich jetzt ein bisschen frisch gemacht, extra für diesen Vlog, weil ich möchte euch jetzt eine leere Schranktour präsentieren. Deswegen habe ich es auch noch zu Ende gemacht, weil die Arbeiter keine Zeit mehr hatten, aber die, naja, so spontan war es eigentlich nicht, aber die waren super lange hier, also von 11 bis 17.50 Uhr oder so, also wirklich lange. Ihr seht es vielleicht, es ist noch hier ein bisschen Staub sogar von den Malerarbeiten, die hier waren, wie ihr wisst. Ich werde jetzt auf jeden Fall saugen, wischen, alles, also wischen gleich, aber man sieht es auch an dem Hocker, der ist eigentlich dunkler. Was ist das? Wie hell ist der? Ich habe übrigens gerade, der Bezug wäscht gerade, aber ich habe übrigens gerade den Bezug abgesaugt, aber durch die Malerarbeiten war da einiges an Staub drin, wie ihr seht. Und dann dachte ich mir so, ach komm, ich habe es jetzt nochmal in die Wäsche getan. Ach so, genau, mit diesem Aufsatz hier, kann ich euch mal kurz zeigen. Sauge ich immer seine Treppe. Also habe ich jetzt auch gemacht, weil die war auch voller Staub. Schade, das hätte ich aufnehmen sollen, aber ja, das geht damit auf jeden Fall richtig, richtig gut. Das ist jetzt der Roborock H7, weil der hat eine neue Wandhalterung. Ich glaube aber, ich schaffe es jetzt nicht mehr, weil es ist schon irgendwie 21 Uhr oder so, die an die Wand zu bohren. Aber ich kann euch die gleich trotzdem mal zeigen. Ist mega einfach hier zu lösen. Und dann packt man einfach die Bürste seiner Wahl wieder heran. Mit einem Klicksystem. Es gibt super viele verschiedene Aufsätze. And I will saug now. Was ich an dem auch feiere, ist, dass man wirklich zu sich gerichtet ein Display hat. Okay, jetzt ist es an. Wo drauf steht, wie viel Akku er noch hat. Der war ja jetzt nicht komplett geladen. Ihr könnt so eine Sperre reinmachen, dass ihr nicht die ganze Zeit diesen drücken müsst. Dann könnt ihr hier die Stufen einstellen, wie stark er saugen soll. Er hat wirklich, guck mal, schaut mal. Leicht, mittel und doll. Also der hat wirklich eine richtig, richtig gute Saugkraft und ist halt trotzdem nicht... Oh, ich habe gerade hier vom Display das Ding abgerissen. War so satisfying. Er ist trotzdem nicht mega laut und super leicht. Also ich glaube, er wiegt nicht mal 1,5 Kilo, 1,46 oder so. Und ihr seht, da wurde jetzt einiges eingesaugt. Auch ein paar Gummibänder und so. Wenn man keinen Bock hat auf das hier, gibt es auch optional Staubbeutel. Also die gibt es mit dazu. Aber ich finde das eigentlich immer eine sehr gute Lösung. Es geht auch super easy auf. Hä, oh mein Gott, mir fällt noch was ein. Ich habe ja auch den Saugroboter von Roborock. Wartet mal kurz. Warte, ich zeige euch erstmal kurz die Ladestation, die ich jetzt noch nicht angebracht habe. Okay, bitte don't hate me. Dieses Ding könnt ihr einfach an die Wand montieren, wenn ihr möchtet. Und dann, zum Beispiel habe ich jetzt hier einen demonstrativen Aufsatz und das ist halt saugeil. Ihr habt, glaube ich, in Aarons Video unsere Abstellkammer gesehen und eventuell fliegt da alles rum und uns ist auch die Halterung aus der Wand gebrochen, weil unsere Wand da richtig kacke ist. Aber deswegen, ich werde mit einem richtigen Bohrer das nochmal richtig montieren. Aber wir stellen den eigentlich gerade in der Ecke, weil, wie gesagt, unsere Halterung da abgerissen ist, auch von dem alten. Der andere Staubsauger übrigens ist im Büro, der H6, den wir hatten. Das ist jetzt der H7. Schließen ihn einfach ans Kabel an und stellen ihn hin. Das geht auch. Also der fällt dann auch nicht um oder so. Und was ich euch jetzt zeigen wollte, diese wunderschöne Ladestation, die gleichzeitig jetzt kommt, den Staub aufsaugt. Ihr seht, das haben wir schon benutzt. Und das ist so mega krass. Ich überlege, wie kann ich euch das jetzt zeigen? Ich lasse den mal ganz kurz hier so 2-3 Runden fahren. Starting to clean. Brauch meine App. Schaut mal, geht ihr einfach in die Roborock App. Der S5 Max ist im Büro. Der S7 ist das jetzt hier. Und geht ihr dahin? Ja, ihr seht, er cleant gerade. Hier ist unsere ganze Wohnung. Dann schickt ihr ihn zurück. Ja. Ich möchte, dass er zurück andockt. Ich finde die App hier immer noch mega genial mit Sperrzonen und alles kann man hier machen. Bei dem hier ist das ja auch so, dass man einstellen kann, wie hoch die Wisch- und Saugleistung ist, weil er kann auch wischen und er kann auch theoretisch nur wischen, wenn man, seht ihr, da steht dann nicht staubend, wenn man nur gewischt haben will, was super, super krass ist. Okay, jetzt ist er hier in seiner Station, Leute. Ich hoffe, das geht jetzt. Oh, doch, hier. Ah, er macht es automatisch, oh mein Gott. Schaut's. Wie geil ist das bitte? Also das
hält, also ihr seht ja dann hier, wie voll das ist und dann muss man nicht jedes Mal den, Schubi, liebst du den, ja? Muss man nicht jedes Mal den entleeren. Okay. Das wollte ich euch nur zeigen. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen. Es gibt auch immer super viele coole Neuerungen bei Roborock. Ich finde die Brand wirklich sehr, sehr nice. Alle Infos werde ich euch noch in die Infobox verlinken, also Webseite etc., falls ihr da mal nachschauen wollt. Und jetzt kommen wir zu meinem Schrank. Und Leute, ich bin hier gerade reingelaufen. Kennt ihr das so? Den Geruch von neuen Möbeln. Ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich irgendwie immer ein bisschen an meine Kindheit. Jetzt nicht, dass ich jeden Tag ein neues Zimmer bekommen habe. Im Gegenteil, ich bin zweimal umgezogen und hatte zweimal dann ein neues Zimmer. Das erste Mal habe ich mir, glaube ich, bis ich 11 war oder so, ein Zimmer mit meiner Schwester geteilt. Und dann irgendwann sind wir umgezogen und habe ich mir wieder ein Zimmer mit meiner Schwester geteilt. Bestimmt zwei, drei Jahre, keine Ahnung. Und dann, als ich so 13, 14 war, habe ich ein eigenes Zimmer bekommen. In dem alten Zimmer hatten wir keine neuen Möbel so richtig. Außer mein Dad hat immer so mit Holz so Sachen selber geschreinert und so. So zum Beispiel ein Hochbett für uns und so. Und ein Regal, glaube ich, auch. Aber wir haben eigentlich haben wir nie neue Möbel gehabt. Nur das erste Mal, wo ich neue Möbel bekommen habe, war, als ich dann in meinem Jugendzimmer war. Da habe ich dann mir so ein Jugendzimmer ausgesucht und das war so krass für mich mit so einem kleinen Einzelbett. Aber ich weiß noch, es war genau in so einer Zeitschrift und das ist, war so eins, wo Schreibtisch, Schrank und Bett zusammen und das war alles so ein Look, so wisst ihr? Alles aus so einem hellen Holz und mein Zimmer habe ich neu gestrichen, blau glaube ich. Und ja, ich weiß noch, der Schreibtisch hatte so eine Welle, also es war nicht ein gerader Schreibtisch, sondern der war so gewellt und das fand ich damals mega cool, weil super unpraktisch, aber so eine Lavalampe und so, es war schon eine Mut. Ich hatte auch ein Schlafsofa, das hat super, super lange so gerochen wie hier, so, weil es auch so mit Holz gebaut war anscheinend, keine Ahnung. Erinnert das mich irgendwie immer an diese Zeit und generell diese Zeit, als ich so mein Jugendzimmer bekommen habe, das war so eine prägsame Zeit in meinem Leben, also wirklich geisteskrank. Ich habe mich sogar mit 12 schon ein eigenes Zimmer bekommen, kann sein. Ich weiß nicht. Und ich glaube, wir sind auch schon mit 10 umgezogen, also ja, egal, ist ja auch egal. Auf jeden Fall wurde ich dann irgendwann älter. Ich glaube, mit 16 hatte ich dann das erste Mal ein Doppelbett. Da generell auch mein Zimmer nochmal umgestrichen, dann war es rot. Keine Ahnung, was da mit mir los war. Rot-beige, das kennt ihr noch. Da habe ich meine erste Roomtour gedreht und so sah dann mein Zimmer aus. Ich hatte so einen Schiebeschrank von Poco und ja, hatte schon damals sehr, sehr viele Klamotten und es hat nicht alles gereicht. Aber ich hatte auch ein super kleines Zimmer. Aber ich war mega dankbar dafür. Also für mich war neue Möbel, war immer so mäßig neuer Lebensabschnitt damals. Und es ist eigentlich auch immer noch so. Also ich glaube, ihr wisst, dass wir uns jetzt nicht jeden Tag, keine Ahnung, mit neuen Möbeln eindecken und sowas, weil, ja, keine Ahnung, ich mag es auch, wenn Sachen ihre Geschichte haben und mitziehen und so. Es gibt ja super viele, die gefühlt immer, wenn die umziehen, alles komplett neu machen, aber keine Ahnung, so, ich mag das nicht so zu sein. Wenn ich Sachen habe, die mir mega gut gefallen, wieso soll ich das nicht noch mit in die andere Wohnung nehmen? So. Ist ja auch egal, wenn es passt, passt, wenn es nicht passt, passt nicht. Auf jeden Fall war es schon immer mein Traum. Ihr wisst ja, ich war hier nicht so zufrieden mit meinem alten Schrank. Er war erstens zu klein und zweitens war der irgendwie, ich weiß nicht, ob der schlecht zusammengebaut wurde, aber da sind die Schubladen alle rausgebrochen und selbst nach 2 Wochen, wo ich noch nicht ansatzweise so viele Klamotten hatte, ist das passiert. Also da waren von Anfang an Fehlkonstruktionen. Mich hat da niemand richtig aufgeklärt und es wurde einfach irgendwie so huschusch gemacht. Und am Anfang war ich super hyped, weil ich endlich einen großen eigenen Schrank hatte. Aber ich habe schnell gemerkt, dass er nicht perfekt ist. Und generell war mein Traum, weil ich es einfach wunderschön finde, schon immer einen Ikea-Pax-Schrank zu haben. Wer weiß, wo mich meine Schrankliebe hinbringt. Wer weiß, ob ich irgendwann ein richtig fettes Haus habe mit riesengroßen, fetten Ankleidezimmer mit Mittelinsel und so. Das ist immer noch ein ganz kleiner Traum von mir. Und wer weiß, ob ich da vielleicht sogar mit Einbauschränken arbeite von anderen Brands oder richtigen Massivholz. Kann ich mir auch sehr cool vorstellen. Aber jetzt für so eine Wohnung, in der wir wohnen, wo ich weiß, dass wir hier nicht für immer bleiben werden, weil wir fucking Staffelmiete haben, fand ich es schon risky, muss ich sagen, so einen Doppeleckschrank zu machen, was ich schon mal spoilern kann. Ihr seht's ja. Weil das kann ich wahrscheinlich so nie wieder irgendwo hinstellen, weil diese Maße, das wäre ja wirklich Jackpot, wenn das so gewesen wäre. Ja, ist ja auch egal. Ich zeige euch jetzt den Schrank. Ich habe mir einen kleinen Traum erfüllt, auch wenn es sehr viele Struggles hatte. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt mal los und ich würde echt gerne gefilmt werden, aber ich mache es einfach so. Ihr werdet mich schon hören. Ich habe mir einen Schrank geholt, obvious. Und ich habe den schon vor Ewigkeiten kalkuliert. Ich habe euch in meinen Vlogs mitgenommen. Es gab super viel Struggle, weil wir Setzfresse hatten und der Schrank ist auch immer noch nicht fertig. Wie gesagt, heute waren Arbeiter irgendwie über 7 Stunden hier oder 7 Stunden hier und es fehlt, also erstens ist bei Ikea super viel gerade nicht auf Lager gewesen und zweitens, ja, sind ein paar Sachen irgendwie zu viel geliefert worden, die gar keinen Sinn machen und dann Sachen nicht geliefert worden, die ich brauchte und wir haben heute zeitlich nicht mehr geschafft, die Lampen anzubringen, weil ich habe mir noch eine Beleuchtung ausgesucht, die ich haben möchte, die ich natürlich auch bezahlt habe, ne? So, das hier ist die erste Seite und der Typ, der mir das aufgebaut hat, der meinte auch heute, dass er mir das hier noch mal ein bisschen enger zusammenschiebt. Wir sehen hier gleich das erste Problem und zwar diese Ecke hier. Aber um ehrlich zu sein, empfinde ich es gerade gar nicht mehr als Problem, sondern ich finde es sogar ziemlich attractive. Ich finde, das hat was. Der Grund war, dass ich eventuell mich vermessen habe.
Vielen Dank dafür. Es haben irgendwie, keine Ahnung, ein paar Zentimeter gefehlt. Und deswegen haben wir das Eckteil einfach ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Oder irgendwas auf jeden Fall so verschoben, dass die Tür nicht 100% zugeht. Und ihr seht, das ist wirklich eine ganz... Es sind ein paar Zentimeter, vielleicht zwei, drei. Ist aber auch egal. Ich habe schon fast überlegt, ob ich einfach... Okay, nee, der steht ja komplett an der Ecke. Ich wollte sonst sagen, dass ich diese Leiste da einfach abreiße. Aber ich glaube, das hätte es jetzt auch nicht gebracht. Und ja, ist ja auch egal. Wie gesagt, ich finde das tatsächlich sogar ganz cool... Irgendwie hat's was. Vielleicht werden wir hier noch so einen kleinen Schutz dran machen, dass das nicht dagegen denkst. Wisst ihr, was ich meine? Okay, aber kommen wir mal zu den Facts. Also ich habe die große Variante genommen. Es gibt ja kleinere Schränke und ich habe aber die ganz hohen genommen, weil wenn schon, denn schon. Auch mit Türen, weil das wird immer hier in meinem Schminkhintergrund sein und no. Außerdem liebe ich diesen Look. Also erstens nicht unordentlich. Ihr habt gesehen, wie es in meinem Schrank aussah. Und ich liebe aber diesen Look von diesen Türen. Also das hier sind die Grimo-Türen. Die hatte ich, also die eine Tür davon hatte ich auch hier dran. Aber ich habe mir eine Glastür bestellt gehabt, weil ich hier, das ist jetzt überhaupt nicht ordentlich, noch, also hier will ich jetzt so ein Taschenregal machen. Also ich werde, das wird jetzt hier meine Taschenseite. Das da kommt alles raus. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, weil mir fehlt sowas für hier und das kann... Oh mein Gott, das werde ich nachher noch machen. Naja, auf jeden Fall wird das ein Taschenregal. Das war schon immer mein Wunsch. Ich kann es, glaube ich, nicht beleuchten, weil die Steckdose da hinten ist und das war schon hier schwierig. Ihr seht, deswegen hängen die Kabel immer so. Die Schränke sind leider an die Wand montiert. Also ich werde den Typen vielleicht fragen, vielleicht kann er das irgendwie. Aber sonst, immerhin habe ich hin und links und wenn das alles sortiert ist und schön ist und nicht so aussieht, dann glaube ich, könnte das richtig, richtig cool sein. Also es war einfach schon immer mein Traum. Ihr wisst, ich liebe meine Taschen. Das ist die Tüssedal Glastür. Und die sieht sehr, sehr schön aus, wenn sie in einem ordentlichen Umfeld wäre. Was wir hinkriegen, Leute. Nicht in diesem Video, aber wir werden es hinkriegen. Ich habe mir hier diese goldenen Griffe ausgesucht. Und hier auch nochmal, ich habe die Tüssedal Spiegeltüren. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass die Farben sich beißen, tun sie aber nicht. Es gibt ja von Tüssedal auch noch solche mit so einem Muster. Ein bisschen schöner sogar fast noch. Aber das war so viel teurer, dass ich so dachte, nein. Außerdem hatte ich, wie gesagt, schon eine davon. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Leute, das sieht so schön aus. Aber jetzt zeige ich es euch von innen. Oh mein Gott, Leute, wisst ihr, was auch noch ein richtiges Upgrade ist? Also für mich, dass der Schrank jetzt von innen weiß ist, weil mein alter war ja so dunkelgrau und unbeleuchtet, war das einfach so schlechtes Licht irgendwie immer. Generell kommt mir der Raum gerade irgendwie so hell und einfach, ich habe einfach jetzt so Inspos für mein Outfit. Sage ich jetzt. Ich habe so Angst gleich. Ich bin übelst die Perfektionistin. Und ich habe voll Angst, dass ich es jetzt irgendwie nicht perfekt einsortiere. Oh Gott, das wird auch so lange dauern. Ja, warte, jetzt habe ich ein Stativ geholt und kann es euch irgendwie nicht zeigen. Wartet mal. So. Ihr seht, oben habe ich einmal so ein Ding, weil hier möchte ich auf jeden Fall eine Lichtleiste machen. Dann hier eine Kleiderstange für Sweater und hier noch eine Kleiderstange für Sweater. Also ich habe übelst viele so Crewnecks wie den hier, aber ich habe auch super viele Hoodies und die finden jetzt hier alle Platz und vielleicht auch ein paar eben so Oversize-Jacken, also nicht Jacken, weil dafür haben wir den Jackenraum, aber so, keine Ahnung, oder Blazer oder sowas. Also ich glaube, da werde ich was Cooles mir für ausdenken. Ich habe dafür noch ein Brett bestellt, aber ich kriege das alleine nicht rein, das werde ich halt dem Typen sagen. Vielleicht werde ich es auch weglassen, aber ich finde es schon manchmal gut, wenn irgendwie Sachen vom Bügel fallen, dass die nicht alle mit runterreißen, sondern dass die dann hier auf so eine Mitte fallen. Ich habe dafür auch noch eine zweite Lampe, das heißt, es wäre schon geil, wenn beide Seiten irgendwie so beleuchtet sind. Deswegen würde ich hier eigentlich noch ein Brett reinmachen, aber ich weiß nicht, Leute, mit diesen Scharnieren hier, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und dieses Brett war so schwer und ich bin so schwach und es ist so... warum fange ich eigentlich in der Mitte an? Was ist das? Nehmen wir euch mal mit in diese Ecke. Man kommt rein in den Raum und dann ist es erst hier und deswegen wollte ich, weil da ist ja unser Schlafzimmer, dass hier auch Socken und Unterhosen und so ihren Platz finden. Weshalb diese Etage... Ach, man sieht nichts. Ich zeige euch kurz oben. Oben sieht das Ganze so aus. Ich werde... Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde. Ich glaube, ich werde erst hier ein Licht reintun. Ich habe mir das irgendwie noch nicht so ganz überlegt, weil eigentlich dachte ich so, die beiden, aber warum soll diese Etage eine einzelne Beleuchtung sein? Aber ich meine, das Licht geht ja auch runter wahrscheinlich. Ich habe so eine Streife geholt, dass die hier ankommen und nicht welche von oben. Ah, ich fand von oben irgendwie hässlich. Okay, egal. So, und dann weiter runter mit euch. Also, dann haben wir hier einen Glaseinlegeboden und Glasschubladen und einen Korb, den ich selber gebaut habe und deswegen... Es ist ein bisschen schwergängig, aber vielleicht kann der Typ es mir auch noch wachsen. Warte, soll ich mir das mal aufschreiben? Ich schreibe das mal auf. I have to tell the Typ. Also, ich werde sagen, ich nenne dem Notiz jetzt Ikea-Typ. Ich habe euch noch eine Sache vergessen zu zeigen. Und zwar habe ich hier noch eine Kleiderstange gemacht. Also für T-Shirts wäre der Raum hier zu klein, kann ich euch sagen. Aber ich möchte, dass das hier so mein Unterwäsche, Strumpfhosen, Socken, Bralettes, vielleicht Sport-BHs etc. Schrank wird. Leute, das ist ein Traum geht in Erfüllung, ich meine es ernst. Wenn ich zum Beispiel, oh
diese Schubladen sind noch so groß und geil. Auf jeden Fall möchte ich da meine ganzen Bralettes anhängen, weil ihr wisst, ich trage kaum BHs und ich möchte einfach gerne meine Bralettes dann einfach greifen. Ich habe super viele Bralettes, die ich auch als Tops benutze und so. Und solche schlichten Basics, die man immer gebrauchen kann, die sollen hier griffbereit hängen. Ich habe immer noch einen verspannten Nacken, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer. Es ist besser geworden, aber mich komplett zu drehen. Ja, gut. Seht ihr auch hier? Ja, seht ihr. Diesen Schrank macht man so auf. Bei den Eckteilen hat man hier irgendwie keine Klinke. Ich habe hier schon zum Testen ein paar Sachen reingehangen, wie ihr seht. In diesem Fach hier, fehlt noch einiges. Ich habe oben wieder zwei Einlegeböden. Es tut mir leid, ich bin irgendwie nicht als Kamerafrau geboren. Einfach, um irgendwas zu stopfen, woran man nicht muss, wie zum Beispiel Skiklamotten, kein Plan. Und hier habe ich so eine Kleiderstange montiert, die, wo man das so hintereinander hängen kann. Ist ein bisschen gefährlich, aber da könnten zum Beispiel auch so, ja, auch was heißt T-Shirt-Kleid oder so hängen, vielleicht. Weil eigentlich hatte ich geplant, und das Ding ist, die waren aber jetzt nicht lieferbar bei IKEA, irgendwie erst ab 9.3. und so. Aber ich möchte jetzt auch erstmal meinen Schrank einräumen und gucken, was ich dann noch genau brauche. Und wir haben ja auch gerade gesehen, ich besitze noch sehr viele Schubladen, die ich in diesem Schrank garantiert nicht haben möchte. Das heißt, die könnten hier rein. Es wäre eigentlich toll. Die Reise ist noch nicht over. Ja, auf jeden Fall, ihr seht's ja. Unten ist noch ein Korb. Man kann halt in Schubladen besser planen, weil ich habe mir auch so Planungssachen bei IKEA geholt, solche Filzteile zum Ordnen. Und in Körben geht es nicht so, weil die so schräg sind. Aber man muss hier unten immer Körbe machen. Wegen den Janieren von den Türen muss man unten immer Schubladen reinmachen. Das haben mich auch voll viele gefragt, warum das ist. Ich zeige euch jetzt schon mal den Unterbereich von dieser Ecke hier, die übrigens nicht so schlecht erreichbar ist, wie ich dachte. Die, man sieht es jetzt nicht, aber ich habe hier eine Kleiderstange. Das ist genauso, wie ich es in der Mitte machen wollte. Dann ein Einlegeboden und noch eine Kleiderstange. Ich habe hier schon geguckt, ob ein Sweater gut hängen kann. He can. Und das wird auch hier beleuchtet und hier beleuchtet, damit unten auch beleuchtet ist. Also richtig nice. Ich frage mich, wie der das machen will, weil wie macht man die Beleuchtung so, dass man sie nicht sieht und wie kommt der an das Kabel? Weil jetzt machen wir mit der Spiegelseite weiter, Leute. Ich habe noch viele Einlegeböden, deswegen ist es nicht so schlimm, aber da oben hatte ich eigentlich auch noch so einen Einlegeboden geplant, einfach wieder um zu quetschen, weil ich komme da eh nicht ran, wisst ihr? Das Ding ist, die waren mega cute, die haben von meiner Montageübersicht wirklich sich an alle Maße gehalten und ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich musste in den IKEA gehen und einfach alles nochmal neu nachkonfigurieren, weil IKEA gerade so einen Bug hatte, dass man Konfigurationen nicht mehr neu öffnen konnte. Also wie viel Pech kann man bitte haben? Ich habe mir eine Konfiguration gemacht vor einem Monat und genau dann stellt IKEA die Seite um, dass man die alten Konfigurationen nicht mehr neu laden kann. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir den Bestelldings ausgedruckt und bin nach und nach auf die Teile gegangen und habe die nochmal nachkonfiguriert und ich hatte teilweise keine Ahnung mehr, wie ich gewisse Dinge gemacht, also warum ich gewisse Dinge hatte. Deswegen habe ich zum Beispiel 7 so eine langen Kleiderdinge und ich weiß nicht, wohin damit, weil irgendwann hat das mal Sinn für mich gemacht, aber jetzt eben nicht mehr. Also das war wirklich scheiße und ich war sogar im Laden und mir konnte der Typ nicht helfen. First World Problem, aber ist ja auch egal. Also Leute, wenn ihr alte Konfigurationen habt, verlasst euch nicht drauf. Und ein Tipp von mir an euch, fotografiert euch immer alles ab, filmt alles ab, speichert euch schon mal die Montageübersichten, weil nur diesen Code einzuscannen, damit kann immer was passieren. Auf jeden Fall habe ich das deswegen so richtig random reingemacht und die haben es jetzt genau nach dieser random Strategie aufgehangen. Aber ich hoffe einfach, dass das Sinn macht. Das sind ja so eine ausziehbaren Hosenteile. Ich muss sagen, ich feiere es unnormal. Werde aber auch mit euch in einem anderen Video extrem ausmisten. Also darauf könnte ich auch schon mal freuen. Liebst, es wird halt eine Nachtschicht mit drehen und so. Und ich hänge alles. Ich habe einfach gemerkt, ich habe da eine viel bessere Übersicht, wenn ich alles hänge. Leute, 3 Sunnies. Abonniert unseren Kanal! Hängen macht mir einfach Spaß, auch wenn Leute mir gesagt haben, das bringt nichts und es ist unübersichtlich Hosen. Ich werde es sehen. Und wenn es scheiße für Hosen ist, dann hole ich mir danach Böden. Also egal, ich wollte es jetzt unbedingt mal ausprobieren. Hier ist auch noch eine komplette Baustelle, um ehrlich zu sein. Hatte ich mir den auch mit Schubladen gedacht und dann auch noch hier oben mit einem Hängeding wieder. Eigentlich wollte ich hier dann nämlich so lange Kleider und so reinhängen, aber ich habe halt die Sache nicht bedacht, dass man in diese halben Dinger, also ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber dadurch, dass es ein Eckteil ist, ist das hier nur 35 tief und in diese Dinger kann man keine breiten Dinger hängen. Also zum Beispiel so. Doch, ganz ehrlich, es wird schon gehen. Aber es würde halt nerven, wenn es hier hängt, weil dann würde es ja die Sicht hierhin versperren, wisst ihr? Und deswegen gibt es hier immer diese Dinger, die ich auch da drüben habe, die so hintereinander hängen. Ja, mal gucken, was ich mache. Wenn ihr Ideen habt, gerne her damit. Hier auch, wie gesagt, einfach nur ein Dings, weil da sollten eigentlich auch nochmal so Glasschubladen kommen. Und hier, keine Ahnung, warum die das jetzt hier angebracht haben, habe ich wahrscheinlich einfach reingehauen, wollte ich für meine Gürtel so ein Ding haben. Ich habe jetzt nicht viele Gürtel, aber ich habe ein paar und dann sind die auch endlich übersichtlich in meinem Schrank, weil früher habe ich die einfach immer nur so reingeschmissen auf so ein Brett, was ich hier hingetan habe. Oh Mann, mein Perfektionsherz ist a bit broken. A bit. Ich schreibe mir hier gerade noch was auf. Lange Kleider vielleicht. Genau, und dann, last but not least,
Ja, auch nochmal eine Struggle-Seite. Ich habe tatsächlich noch mehr Kleiderstangen, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weil ich habe bis jetzt keinen Platz für Kleider. Deswegen war die Idee, die ich gerade hatte, eigentlich voll geil, mit Kleider nach da, weil ich habe auch nicht so viele Kleider. Ich muss halt nur gucken, ob lange Kleider da, wenn die so sind, macht es halt so wenig Sinn. Ja, and that's my Schrank. Ich hoffe, das Ding ist, ich habe mich irgendwie eine Zeit lang gar nicht mehr richtig drüber gefreut, weil so viel auf dem Weg dahin schief gegangen ist. Und als das hier passiert ist, dass ich gemerkt habe, ich habe mich um 2 oder 3 Zentimeter vermessen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es war. Leute, ich bin ausgerastet, wirklich. Ich habe so einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ich dachte mir so, es kann jetzt nicht wahr sein, aber es kann nur besser werden. Keine Ahnung, was ich gemacht habe, dass Karma mir diesmal so einen reingedrückt hat, aber ich habe es überstanden. Es ist noch nicht zu Ende, weil mein ganzes Wohnzimmer ist voller Klamotten und ich muss es jetzt einräumen und es ist jetzt 21.09 Uhr, aber we will do this, guys. Ja, danke fürs Einschalten und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Achso, falls es euch übrigens interessiert, das Ganze jetzt hat irgendwie 2.200 Euro gekostet. Für alle, die es interessiert. Peace.